So, dann machen wir halt ein Interview mit der Frau Spandl, die ist neu und sehr der Kollegin dazu gekommen. Woher kommen Sie? Ich bin aus Passau. Wie alt sind Sie? Ich bin 40 Jahre alt. Welche Fächer unterrichten Sie? Meine Fächer sind Deutsch und Religion. Und warum unterrichten Sie genau diese Fächer? Ich finde, das wichtig ist, dass man sie in Wort und Schrift gut ausdrucken kann und dort die Schüler gern unterstützen. Außerdem lese ich selber gern Texte und überlege, was dahinter steckt. Und das mache ich mit den Schülern auch gern. Welche Fächer haben Sie in der Schule am liebsten und welche haben Ihnen gar nicht gefallen? Meine Lieblingsfächer waren Englisch und Musik und Sport. Nicht so gern habe ich Mathe gehabt, aber hilft ja nicht. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Ich höre gern Musik und ich mache gern Musik. Ich gehe gern zum Schwimmen oder zum Baden. Was war früher Ihr Traumberuf? Ich habe jetzt vor kurzem wirklich einen Zettel aus der dritten Klasse gefunden, wo drauf steht Traumberuf. Es war Modeverkäuferin. Später war es aber ein bisschen anders. Da wollte ich entweder Logopädin werden oder Ergotherapeutin. Okay, dann danke schön für das Interview. Gerne.